auf Erfolg, den hat er mit dem 1. FC Kaiserslautern. Wir begrüßen Andreas Buck, herzlich willkommen in Tutlich. Als erster Aufsteiger in der Geschichte der Bundesliga hat es der 1. FC Kaiserslautern geschafft, nach der Halbzeit Tabellenführer zu sein. Landläufig spricht man ja da von der Herbstmeisterschaft, obwohl es natürlich offiziell überhaupt keinen Titel zu vergeben gibt, also auch keinen Titel zu gewinnen gibt. Aber will jetzt die ganze Mannschaft nach den Sternen greifen, sprich nach dem Titel, dann darf nur einer auch wirklich nach dem Ball greifen. Thomas Werle über den Arbeitstag des Tormanns auf dem Weg zum Halbzeittitel. Die Erleichterung des Torhüters nach dem Schlusspfiff. Das 2:1 in letzter Minute sicherte Reinker, Ratinho und Co. die Herbstmeisterschaft und stürzte 38.011 nach 90 Zitterminuten in fußballerische Glückseligkeit. Dabei drohte nach 59 Minuten statt des Vorrunden-Happy Ends eine happige Heimpleite. Und Andreas Reinke durchlebte einen Albtraum. Gleich der erste Torschuss, ein Treffer. Zeyer auf Salihamidžić, 0:1. Für einen Torhüter die Höchststrafe. Kann man eigentlich nicht fassen, das ist eigentlich unglaublich. Aber ja, so ist das halt manchmal. Ne? Da kommt man gar nicht ins Spiel rein, dann steht man eigentlich nur rum im großen Ganzen und kommt man nicht ins Spiel rein. Und ein Ding drauf und der ist drin heute. Dass am Ende unter der Haupttribüne doch noch die Halbzeitmeisterschaft gefeiert werden konnte, lag am fulminanten Endspurt des Tabellenführers, an der bedingungslosen Unterstützung durch die Fans, an der Dummheit der Hamburger, die zwei unnötige Platzverweise kassierten, vor allem aber wieder einmal an ihm. An Otto Rehhagel. Er riskierte viel und gewann das Spiel. Nach dem 0:1 brachte er den zweiten Sturm. Für Kuka und Rische kamen Ertl und Christoph. Und Stefan Ertl machte beim Ausgleich in der 75. Minute den Weg frei für Ratinho, hier zu sehen. Christoph sorgte in der Schlussminute für den 2:1 Arbeitssieg gegen defensive und dezimierte Hamburger. Sie haben am Anfang praktisch eine 10:0-Deckung gespielt. Sie waren alle in der eigenen Hälfte, haben mit blitzschnellen Kontern versucht, uns auszuspielen. Dann nach dem Platzverweis war es so, dass wir gesagt haben, in der Halbzeit, jetzt können wir uns ruhig herantasten, um ein Tor zu erzielen, aber wir müssen mit den Kontern leben. Und einer dieser Konter hat gesessen und dann war natürlich viel Nervosität im Spiel, aber mit einer bedingungslosen Offensive nochmal ausgewechselt, haben wir es dann glücklich, aber ich denke, von den Spielanteilen her doch verdient gewonnen. Das 2:1, die Erlösung für alle. Vor allem aber für Andreas Reinke. Trotz Tabellenführung steht der Torhüter seit Wochen in der Kritik. Mal Weltklasse, zuletzt Kreisklasse. Andreas Reinke hat mein Vertrauen und hat ja statistisch gesehen, gehört er mit zu den Besten, zu den ersten zwei oder drei. Und natürlich jeder Torwart, das hat man in der Vergangenheit gesehen, hat auch mal ein paar schwächere Momente im Spiel. Aber heute hat er seine Sache ruhig über die Bühne gefahren. Er hat auch nicht so viel zu tun gehabt, aber er hat mein Vertrauen. Und natürlich müssen wir dennoch einen Torwart für die zweite Serie suchen. Wir können nicht ab Januar mit nur einem Torwart in die Rückrunde starten. Gestern die Nummer 2, Amateur Mirko Bizza, ein No-Name. Im Gespräch große Namen wie der bei Real Madrid unzufriedene Bodo Ilgner, aber auch preiswertere Lösungen wie Ex-Löwen-Keeper Rainer Berg oder der Ungar Lajos Csüss. Oh ja, es nervt schon, aber sieht man ja, es merkwürdigerweise. Irgendwelche Leute bringen halt immer was rein. Habe ich halt letzte Woche ein bisschen Futter noch gegeben. Aber es war auch davor die Woche, wo eigentlich, sag ich mal, nichts zur Diskussion stand. Aber es sind ein paar Leute, die da irgendwo rumwuschen wollen und ein bisschen Unruhe reinbringen wollen. Und ja, kann ich nicht ganz verstehen, aber so ist das halt. Nach Christophs Siegtreffer spielten aber alle Problemchen keine Rolle mehr. Der Aufsteiger definierte als Herbstmeister seine Ziele neu, spricht der Kapitän nach seinem 300. Bundesligaspiel. Wir hoffen, dass das so weitergeht. Ich glaube, dann sind wir auf dem besten Weg, dass wir nächstes Jahr international vertreten sind. Na, das ist doch wenigstens mal ein Ausblick. Willkommen bei Tutlich, Andreas Buck.
einer der Herbstmeister des ersten FC Kaiserslautern. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Der Klassenerhalt scheint gesichert, oder? Einen Punkt brauchen wir noch, aber ich denke mal, das nimmt uns sowieso keiner mehr ab. Und ja, ich denke mal, das ist schon eingefahren. Und gefeiert wurde ja auch richtig. Gestern Abend, ja, oder vielmehr heute Nacht, muss man sagen. Ne? Wie lang ging's? Ja, so der harte Kern, so bis um vier, das war schon okay. Bis um vier in, ja, Kanada. Wer ist der harte Kern dann? Außer das Ihnen? Bleibt geheim. Das bleibt geheim. Gut. Von wegen, für einen Herbstmeistertitel kann man sich nichts kaufen. So ist es ja gar nicht. Ne? Es gibt ja mittlerweile Fernsehgelder, die pro Tabellenplatz nach dem Tabellenstand dann vergeben werden. 15 Mal war der erste FCK Erster von den 17 Spieltagen. Macht etwa 830.000 Mark, genau. Gibt es auch eine Prämie für die Spieler? Ja, wenn wir gewinnen, kriegen wir sowieso eine ganz gute... Nein, ich meine jetzt für den Herbstmeistertitel. Nee, haben wir keine vereinbart. Ich meine, das ist auch, ja, wirklich, dieser Titel, der bringt uns wirklich eigentlich gar nichts. Das ist zwar schön, aber kaufen können wir uns wirklich nichts davon. Aber Selbstbewusstsein, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt vorne dran, wollen auch bleiben, zumindest bis zur Winterpause. Und natürlich, wenn es geht, bis zum Schluss, ganz klar. Apropos Feiern und auch Zusammenhalt, der Martin Wagner hat gesagt, wir sind eine Familie. Stimmt das? Und ist Otto Rehhagel dann der Papi von der Tanzen? Das ist der Papi von uns, das ist ganz klar. Nee, also es ist wirklich hervorragend. Zum Beispiel nach dem Gladbacher Spiel, da sind wir zusammen an der Bar gesessen, das waren dann 15, 16 Spieler und also das habe ich noch nie erlebt, dass wirklich die ganze Mannschaft eigentlich da zusammensitzt nach dem Spiel und dann noch schön ein bisschen was trinkt, ein bisschen redet noch, also das war wirklich hervorragend. Stichwort Gladbach, da haben Sie Ihr bislang einziges Tor in dieser Saison geschossen. Das war mit ein bisschen Glück natürlich auch ein Tunnelschuss bei Kamps im Gladbacher Tor. Wenn Sie gerade mal was dazu sagen, da haben Sie, glaube ich, Ihre Schnelligkeit sehr gut ausspielen können auf rechts. Ja, ich habe da ein bisschen spekuliert, dass der Pavel den Ball verlängert und habe dann auf Verdacht einfach da reingestartet und natürlich gesehen, dass der Torwart die Beine aufmacht. Da sehen wir es nochmal in der Zeitlupe, ist für einen Torwart natürlich immer. Ja, das war ziemlich üblich, kurze Distanz und er hat eigentlich keine Chance. Tja. Da werden wir natürlich jetzt eine Frage dazu stellen, deshalb jetzt unser großes Fragezeichen. Zu gewinnen gibt es zwei Karten für das Spiel FCK gegen 1. FC Köln. Die Frage, Andreas Puck hat bei welchem Verein angefangen? Erster Teil. Und zweitens, welcher Weltmeister ist auch aus diesem Verein hervorgegangen? Anrufen 0180 51 51 52 8. Welcher Weltmeister ist aus seinem ersten Verein hervorgegangen? Rufen Sie an, zwei Karten sind zu gewinnen. FCK gegen 1. FC Köln. So, Sie haben es angesprochen, das, was Sie beim 1. FC Kaiserslautern erleben, an Zusammenhalt, an Mannschaftsgeist, das war bei Ihnen in Ihrer Karriere nicht immer so. Sie kamen vom VfB Stuttgart. Was haben Sie denn da Negatives erlebt, so als Kontrastprogramm quasi? Also ich muss sagen, beim VfB, da war halt dieser Zusammenhalt nicht so gegeben. Der war nur bei gewissem Erfolg, da hat die Mannschaft zusammengehalten. Aber sobald dann die erste Krise kam, hat jeder ein bisschen auf den anderen eingeprügelt. Und es war natürlich auch bedingt dadurch, dass der VfB einfach viele Stars hatte und keiner wollte da ein bisschen zurückstehen hinter dem anderen. Mhm. Und da war dieser Zusammenhalt einfach nicht so gegeben. Das Meisterjahr war 1992, da sind Sie Deutscher Meister geworden unter Christoph Daum. Hieß das damals, hat der Erfolg auch ein bisschen was zugedeckt, was atmosphärisch nicht so gestimmt hat in Stuttgart? Also damals zu dieser Zeit hat es wirklich gestimmt und erst durch die Sache damals mit Leeds kam da ein bisschen Ärger in die Truppe, aber damals hatten wir wirklich auch so einen guten Zusammenhalt. Mhm. Was Ihr Einstand in die Bundesliga angeht, da sind Sie ja als Talent zwar öfters beobachtet worden, aber die Beobachtung ging auch öfters schief. Ich glaube, Sie sind mal beobachtet worden von Ari Hahn, von Willy Entenmann. Warum haben Sie da in dem Moment nie so richtig zuschlagen können, als Sie, ich glaube, von Freiburg kamen Sie nach Stuttgart, ne? Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, da war ich einfach ein bisschen zu jung. Ich habe dann gewusst, da sitzt ein Trainer auf der Tribüne und dann wollte ich es besonders gut machen und dann ging es meistens in die Hose, aber hat dann doch ganz gut geklappt. Ist die Nervosität weg? Haben Sie daran gearbeitet für den entscheidenden Moment? Ja, also ich bin jetzt 8 Jahre in der Bundesliga und da ist man dann schon ein bisschen ruhiger geworden, ist ganz klar. Ja. Inwieweit hilft denn da die Struktur in der Lauterer Mannschaft? Da hat es natürlich auch Junge, aber auch die ganz Erfahrenen. Wer sagt wem was?
Ich glaube, wir haben da wirklich eine sehr gute Mischung. Und da gibt es eigentlich keinen, der jetzt das Wort führt, denn jeder ist für die Mannschaft genauso wichtig wie ein anderer Spieler. Und daher ist es einfach so, dass wirklich alle in einem Strang ziehen und jeder auch seine Aufgabe hat und die auch hervorragend erfüllt im Augenblick. Der Erfolg in Kaiserslautern, nährt der bei Ihnen irgendwelche Hoffnungen, was Nationalmannschaft angeht? Nationalmannschaft, ich war immer ziemlich knapp davor und dann hat es nicht geklappt, so, sei es wegen Verletzungen oder irgendwie andere Geschichten. Und ich mache mir da eigentlich keine Gedanken drüber. Mal gucken, vielleicht kann ich ja Urlaub in Frankreich machen oder mal gucken, was da passiert, keine Ahnung. Sie waren ja mal auf Abruf quasi vor der Europameisterschaft. Was war das für ein Gefühl damals, vielleicht in die ganz erste Reihe springen zu können? Das war schon ein ziemlich schönes Gefühl. Ich war damals im Urlaub und war auf Abruf, also ich musste meine Urlaubsadresse angeben und ich habe immer geguckt, ob sich vielleicht einer verletzt, habe ich natürlich nicht gehofft, aber man weiß ja nie. Und da sitzt du da am Strand und denkst, ja, vielleicht musst du gleich deine Koffer packen und fliegst da hinterher und ja, war schon irgendwie ein komisches Gefühl. Ja, diese Warteposition, ja, die kann ja auch was Negatives sein. Zum Beispiel haben Sie bei Stuttgart auch mal auf der Bank gesessen beim Pokalfinale. Da wären Sie auch natürlich gerne reingekommen. Das war aber ein ganz anderes Warten auf den Einsatz, weil da ja die Atmosphäre schon nicht gestimmt hat bei Ihnen, glaube ich. Gell? Also für mich war das so ziemlich das Negativste, was ich erlebt habe, dieses Pokalfinale. Wir haben zwar gewonnen, aber wenn du keine Minute spielst, kannst du dich nicht so als Pokalsieger fühlen, weil du hast nichts dazu beigetragen. Und das war eigentlich, da es mein letztes Spiel war von der VfB, hätte ich doch gerne ein paar Minuten wenigstens gespielt und das war schon ein bisschen ein bitterer Beigeschmack. Was haben Sie denn da in Stuttgart Menschliches gelernt, was Ihnen jetzt vielleicht hilft? Ich habe die Schattenseiten kennengelernt und diese Zeit war nicht sehr einfach. Ich habe, glaube ich, die ersten 10 Spiele auf der Tribüne gesessen und da habe ich schon gelernt, wer meine Freunde sind und wie man sich in diesem Geschäft durchboxt. Kurzer, letzter Tipp für die Revanche gegen Bayern München, die Pokalrevanche. Wie geht's aus? Ja, ich denke, dass wir gewinnen. Man hat gesehen, heute die Leverkusen haben die Bayern besiegt. Also 4-2, ja. Muss man sagen, jetzt wo er es schon verraten hat. Ja. Also die Bayern haben gewaltigen Druck. Wenn sie bei uns verlieren, sind wir 7 Punkte weg. Und das sollten wir ja schon ausnutzen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und die Bayern können von mir aus so gut Fußball spielen, wie sie wollen. Die Hauptsache, sie bleiben eine Saison lang hinter den Lauterern. Da habe ich nichts dagegen. Dankeschön. Gute Antwort.